Hallo und herzlich willkommen zur letzten Etappe der Santos Tour Down Under. Heute geht's von Adelaide nach Adelaide über 83 Kilometer. Nur kann man wirklich sagen, für ein Rennen mit Massenstart ist das eine extrem kurze Distanz. Heute also die letzte Etappe. Im Großen und Ganzen weiß man schon, wer die Sieger der einzelnen Wertungen sein werden. Und es gibt die erste Attacke des Tages. Sultan Al-Hamadi möchte es mal wieder wissen, der Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Julien Vermot und Stefan Küng fahren hinterher. Und hier sehen wir noch ein paar andere Mitausreißer. Aber das Feld hat dann nicht so recht Bock drauf. Einen Mann wie Al-Hamadi lässt man nicht gerne fahren. Und deshalb ist sofort hier Tempo drin im Hauptfeld. Till Schuster wird natürlich heute unser Kapitän sein und hier hat sich sogar ein kleines Loch gebildet zu einer Gruppe um Marcel Kittel. Interessant. Schlecht natürlich jetzt für die Gruppe hier vorn, denn wenn da hinten so ein Tempo gemacht wird, ja, dann wird es wahrscheinlich nicht lange gut gehen mit dieser Gruppe. Dillier greift an und Al-Hamadi geht zumindest mal der Gegenattacke von Mats Pedersen hinterher. Richese versucht jetzt hier ein bisschen die Fahrer beisammen zu halten. Der Mann aus der Quickstep-Mannschaft aus Argentinien. Aber die Gruppe bleibt wohl so groß, wie sie ist, nämlich 8 Fahrer groß. Vermot, Langefeld und Edmondson werden wohl noch drankommen. Heute gibt es einen Rundkurs. Man sieht es schon, wir fahren heute die ganze Zeit im Kreis. Und wir haben tatsächlich immer noch diese Gruppe, zu der auch Till Schuster gehört und auch Harriet Orbe. Also die Gruppe ist hier vorne mit Marcel Kittel und mit Till Schuster. Also das wäre nicht das Allerschlechteste, wenn das tatsächlich klappen würde. Gut wäre es auf jeden Fall für Till Schuster. So, jetzt die nächste Attacke von Al-Hamadi. Wobei er eigentlich nicht attackieren braucht. Oh je. Oh nein, der P-Bug. Er ist wieder da. Oh nein, er ist wieder am Start. Ach, oh Mann, ey. Warum ist er so dumm? Ich drücke extra so voll früh, dass er das Tempo schon mal erhöhen kann. Macht's aber nicht, sondern lässt sich total überrumpeln von der Attacke von Eisel und Pedersen. Was für ein Quatsch. Aber jetzt scheint das Feld uns wegfahren zu lassen. Al-Hamadi jetzt hinter Pedersen und Eisel und davor Carretero und Dillier. Also es sieht gerade ganz gut aus, dass der Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu den Ausreißern aufschließen kann. Hoffentlich. Momentan hängt er zwischen den Gruppen. Ich hoffe, das bleibt nicht für immer so. Aber vorne ist das Tempo halt auch sehr hoch. Hinten greift nochmal jemand an. Das ist Sebastian Langefeld. Vielleicht sollte man jetzt einfach mal auf ihn warten. Schlecht wäre es nicht. So, Al-Hamadi diesmal macht das gut. Nimmt früh Tempo auf und dann muss er auch nicht in den Vollsprint gehen, um am Hinterrad des Holländers zu bleiben. Aber jetzt natürlich eine scheiß Situation taktisch gesehen. Eine Minute hinter der Gruppe, eine Minute vor dem Feld. Da möchte sich niemand gerne aufhalten. Das ist alles andere als gut. Der Abstand zur Gruppe ist jetzt etwas kleiner als zum Hauptfeld. Aber dennoch, ideal sieht anders aus. Langefeld spielt hier die Dampflok für Al-Hamadi, der jetzt auch mal nach vorne geht und Tempo macht. Immerhin, am Hinterrad dranbleiben kann er schon mal von einem Fahrer wie Langefeld. Muss man ja auch erstmal hinkriegen. Nicht der schlechteste Fahrer, habe ich mir sagen lassen. Sebastian Langefeld. Aber es sieht nicht gut aus. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Es sieht hier nicht gut aus. Die beiden schaffen es wohl nicht, zur Ausreißergruppe aufzuschließen. Die halt auch wieder mit guten Fahrern bestückt ist. Vollgas fährt.
Ähnliches gilt fürs Hauptfeld, wo auch nicht gerade getrödelt wird. 40 Kilometer Marke vor dem Ziel. Jetzt ist der Abstand zum Feld dann doch wieder kleiner als zur Ausreißergruppe. Schlecht für Langefeld und Al-Hamadi. Ja, und im Fernsehen würde man jetzt wahrscheinlich sehen, wie die beiden sich noch einmal abklatschen, bevor sie vom Feld eingeholt werden. Und das wäre schon ein Bild, das gute Promo wäre für das Team Austria Cars und auch für den Radsport aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn einer der Iren sich mit einem gestandenen Radprofi wie Langefeld da das Shake Hands gibt unter dem Motto gut gemacht, gut zusammengearbeitet. Wobei das eigentlich gar nicht so wirklich stimmt, weil wir sind im größten Teil eigentlich nur im Windschatten gefahren, aber sei es drum. Al-Hamadi und Langefeld werden eingeholt. Heißt also, wir haben jetzt nur noch 4 Ausreißer an der Spitze. Und die haben 1,20 Vorsprung auf das Feld. 30 Kilometer noch bis ins Ziel. Wird wohl auf einen Sprint hinauslaufen, war jetzt aber bei dieser Strecke auch nicht großartig anders zu erwarten. Sie ist nicht lang, sie ist komplett flach. Also da einen Ausreißversuch erfolgreich zu gestalten, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. So ehrlich muss man da auch mal sein. Aber die vier hier vorn probieren es immer noch. Eisel, Pedersen, Dillier und Carretero. ...20 Kilometer vor dem Ziel. Orbe wäre eigentlich auch kein schlechter Sprintanfahrer. Vielleicht sollten wir es doch mal versuchen. Weil es ja beim letzten PCM immer so gut geklappt hat. Können wir ja heute mal wieder einen Sprintzug versuchen. Wobei ein Sprintzug ist eigentlich Wahnsinn bei dieser Konkurrenz hier. Das muss man ja auch mal ganz ehrlicherweise sagen, ne? Aber probieren geht ja bekanntlich über studieren. Kann ich jetzt eigentlich noch steuern? Nee, es geht auch nicht. Also die komplette Tastatur ist wieder ausgefallen. Ah, wie würde ich die Entwickler des PCMs dafür lieben, wenn sie diesen Bug irgendwie gefixt bekämen. Das wäre so schön. Ich kann kaum beschreiben, wie schön. 15 Kilometer noch. Laser macht vorne das Tempo für Lotto Jumbo. Und ganz vorne setzen sich Dillier und Eisel ein wenig ab. Simon, wir dürfen jetzt auch nicht zu früh in den Wind gehen, das ist natürlich wichtig. Jordi Simon ist unser erster Mann im Sprintzug, den brauchen wir schon noch ein bisschen. Vor allem, weil halt Al-Hamadi auch nicht mehr zur Verfügung steht. Er ist komplett leer von der Flucht mit Sebastian Langefeld. Da ist nichts mehr im Tank. Pedersen wird gleich eingeholt. Der Rest der Gruppe wehrt sich noch. 10 Kilometer Marke ist jetzt erreicht. Zumindest für die Ausreißer. Jetzt wird auch Carretero eingeholt. Der Spanier. Und Jordi Simon, sein Landsmann, gibt jetzt Gas. Macht er gut. Schon ist die Mannschaft hier vorne. Austria Cars, da war kurz mal ein bisschen Schläfrigkeit im Feld zu sehen. Und direkt sind unsere Jungs vorn. Simon gibt jetzt hier richtig Gas. Sieht gar nicht so schlecht aus bisher. Was wir hier abliefern. So. 5 Kilometer Marke. Jetzt stimmt der Banner. Eisel und auch Dillier sind eingeholt. Bei denen geht hier nichts mehr. Simon hat alles gegeben. Darf sich jetzt zurückfallen lassen. Und jetzt Orbe für Schuster. Haritz Orbe für Till Schuster. Orbe beginnt den Sprint. 2 Kilometer noch. Und jetzt kommt Schuster raus. Till Schuster, das war keine schlechte Vorbereitung. Aber ich glaube, ihm geht so ein bisschen die Luft aus.
Ah, ist das bitter, ist das bitter. Aber das war keine schlechte Vorbereitung von Jordi Simon und von Haritz Orbe. Till Schuster sah da eine ganz schöne Zeit lang sehr, sehr gut aus. Das muss man so sagen. Und dann gehen ihm leider auf den letzten 200 Metern doch noch die Kräfte aus. 12. Platz am Ende für Schuster. Aber das sah nicht schlecht aus, mein lieber Herr. Das hat was von Sprintzug gehabt. Das muss man wirklich so sagen. Dylan Groenewegen gewinnt die Etappe am Ende. Wie gesagt, schade. Ein bisschen was hat gefehlt, aber nicht allzu viel. Da hätte echt ein Sieg drin sein können. Schade, schade, schade. Naja, was willst du machen? Da war er noch ganz vorne. Und dann gingen ihm halt die Kräfte komplett aus. Und das ist schade. Sonst wäre da deutlich mehr drin gewesen für Till Schuster. Naja, Glückwunsch an Dylan Groenewegen. Er gewinnt vor Fernando Gaviria und Magnus Cort Nielsen. Vierter Kittel, dann Ackermann, Alaphilippe auf Rang 6, Gasparotto 7., Colbrelli auf der 8, 9. Bonifazio und 10. Caleb Ewan. Also wenn ein Caleb Ewan 10. wird, dann braucht man sich über einen Platz 12 nicht beklagen, denke ich. Gorka Izagirre gewinnt die Santos Tour Down Under und damit das erste World Tour Rennen der Saison vor Julien Alaphilippe und Michail Kwiatkowski. Dann folgen Gasparotto, Martin, Impi, Lutsenko, Valens, Toins und Dennis. Die Bergwertung dieses Rennens gewinnt Haritz Orbe und damit der erste Achtungserfolg für Team Austria Cars. Der Spanier aus unserer Mannschaft gewinnt also die Bergwertung der Tour Down Under. Glückwunsch, gleich mal der erste gute Eindruck von ihm. Die Punktewertung holt sich Fernando Gaviria vor Marcel Kittel und Magnus Cort Nielsen wird Dritter am Ende. Die Nachwuchswertung gewinnt ebenfalls der Kolumbianer Gaviria vor Ruben Guerrero und Danny van Poppel. Und in der Teamwertung gewinnt BMC am Ende vor Bahrain Merida und Quickstep Floors. Das war's also von der Australien-Rundfahrt. Wir haben keinen schlechten Sprint gesehen von Till Schuster. Ich fand, das war ordentlich. Auch sehr gut vorbereitet von den Kollegen, muss man einfach so sagen. Klasse gemacht, da hat wirklich nicht viel gefehlt. Von daher absolut ordentliche Leistung hier. Ja, Bergwertung gewonnen. In der Gesamtwertung leider keine Rolle gespielt. In der Teamwertung ja auch deutlich letzter geworden. Aber halt auch drei Ausfälle verkraften müssen. Von daher alles gut. Das war ein ordentlicher Start in die Saison. Preisgeld gewinnen wir 3.360 Euro. Da kann man auch nichts sagen. So, und jetzt haben wir das erste Feedback vom Trainer. Die Arbeit mit Al-Ali Ibrahim ist etwas schwierig. Er kommt mit meinem traditionellen Trainingsstil nicht zurecht. Das heißt, wir wechseln hier mal den Trainer. Er ist ein bahnbrechender Typ, das wissen wir jetzt. Ich glaube, am Anfang der Saison wussten wir es noch nicht. Alles klar. Damit sollte jetzt das Training von Al-Ali Ibrahim besser werden, effektiver sein. So, jetzt haben wir hier die Meldung Paris-Nizza. Die Wildcard für Paris-Nizza ging an Team Fortuneo Samsic, also an die Mannschaft um Warren Barguil. So, da. Wer hat eine Wildcard für die Ronde von Flandern beantragt? Das waren Androni, Cofidis, Direct Energy, Gazprom, Roomport, Sport Flandern, Verandas, Willems, Vital Concept, Wanty Group und WB Aqua Project. 6 Teams bekommen eine Einladung. Also da dürfen sich ja einige Hoffnung machen. Als nächstes sehen wir uns die Charia Tour an. Mit einem Zeitfahren, einer Flachetappe, einer Hügeletappe und einer Flachetappe. Ja, klingt doch nach Spaß, klingt doch nach Unterhaltung. Und dann sehen wir uns im nächsten Völklein zu diesem Rennen wieder. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, schöne Grüße, euer Fritte. Ciao!